Unsere Kultur der Gegenwart ist eigentlich durch die Vielfalt der Möglichkeiten gekennzeichnet. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass es unendlich viele Perspektiven gibt. Und gerade das ist jetzt eingeschränkt. Der Möglichkeitsraum wird radikal eingeschränkt durch die Krise. Und für die Philosophen ist das die Herausforderung, jetzt sozusagen Denkinnenräume zu ergründen, die äußere Einschränkung der Möglichkeiten der Denkräume zu kompensieren durch die Möglichkeit, die gegenwärtige Situation kritisch, distanziert zu analysieren und vielleicht den einen oder anderen Punkt zu setzen. Tatsächlich ist Panik kein philosophischer Begriff. Der Begriff selber stammt ja aus dem Griechischen. Da gibt es den panischen Schrecken, den Schrecken, den der Gott Pan auslöst, wenn er zur Mittagszeit einen lauten Schrei ausstößt und eine Herde wie wild hin und her tobt. Panik ist normalerweise kein sehr guter Ratgeber, wenn es darum geht, nüchtern Handlungsoptionen zu erwägen. Panik ist etwas, was uns radikal in den Tunnel stößt. Mitunter ist es nützlich, wenn wir unmittelbar reagieren müssen. Jetzt vielleicht wäre es sinnvoller, die verschiedenen Handlungsoptionen nüchtern abzuwägen und zu schauen, wo ist der Nutzen, wo sind die Kosten. Ist es nicht sinnvoll, dass wir darauf setzen, die Gesamtbevölkerung zu durchseuchen, wie die Virologen sagen? Und wie ist es um die sozialen Risiken bestellt, wenn wir den Lockdown weiter betreiben? Panik ist eine gute Instinktlösung auf Anhieb womöglich, aber langfristig kein taugliches Konzept, um damit eine Krise zu bewältigen. Die Möglichkeitseinschränkung ist für viele natürlich sehr schmerzhaft. Man könnte sich jetzt, wollte man praktisch philosophisch agieren, mit der goldenen Regel behelfen und sagen, wir sollten dafür sorgen, dass durch unsere eigene Freiheitsausübung, dadurch, dass wir selber unser Leben ausleben, nicht anderen die entsprechenden Möglichkeiten versagt bleiben, wenn die jungen Leute die Möglichkeit haben, die Krankheit vermutlich ohne große Blessuren zu überstehen, sollten Sie im Blick behalten, dass es doch für andere ältere Kranke ein hohes Risiko darstellen kann. Die Problematik besteht natürlich darin, dass wir alle nur potenzielle Gefährder sind, dass die meisten von uns nicht getestet sind und man also nicht weiß, ob da ein Risiko besteht. Vielleicht sollten wir immer auch die momentane Situation im Blick behalten, dass es also jetzt gerade angesagt ist, diese Einschränkung vorzunehmen. Langfristig wird sich das vermutlich nicht durchhalten lassen. Ich glaube nicht, dass wir in einer durch und durch pessimistischen Gesellschaft leben. Der Punkt ist aber, dass wir natürlich ein hohes Risiko haben, nicht zu wissen, was in der Zukunft ist. Das ist das Schwierige, die Ungewissheit. Mit der Ungewissheit zu leben, das fällt uns im Augenblick ausgesprochen schwer. Und da sind Prognosen, die den Teufel sozusagen an die Wand malen, diejenigen, die im Augenblick auch am meisten Aufmerksamkeit erzeugen. Andererseits sieht man auch, dass ganz viele Ideen im Schwange sind, was man machen könnte. Es ist nicht so, dass die Gesellschaft gelähmt erscheint durch einen übergreifenden Pessimismus. Im Gegenteil sieht man viele Lösungsansätze, man sieht viel Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen. Die Frage ist natürlich, wie das dann langfristig ausschaut, ob es also eine Chance gibt, eine positive Chance ist, nach Corona nicht nur unsere eigene Gesellschaft betreffend, sondern auch im europäischen und im globalen Horizont. Vielleicht ist die unausweichliche wirtschaftliche Delle eine, die zu alternativen Sichtweisen führen kann und auch zu alternativen Wirtschaftsweisen.